Ein Forschungsfahrzeug mit Car-to-X-Technologie, das mit der Umgebung, mit Ampeln und anderen Autos kommuniziert. Und Raildrive, ein Zwei-Wege-Fahrzeug für Straße und Schiene. Welche Möglichkeiten bietet Car-to-X? Wie könnte die Straße auch mit der Schiene sprechen? Aus Car-to-X wird Rail-to-X. Es geht eigentlich darum, dass ein Auto in Zukunft mit einer Bahninfrastrukturkomponente kommunizieren kann und in unserem Fall an einem Bahnübergang. Wir haben Laserscanner, Radarsensoren, eine Fahrspurkamera an Bord und wir haben die Fahrzeug-zu-X-Kommunikation, Car-to-X oder in diesem Experiment Rail-to-X genannt, an Bord, mit der wir eben mit dem Bahnübergang oder auch mit dem Zug kommunizieren können. Im Hintergrund sehen Sie das Zwei-Wege-Fahrzeug Raildrive, das DLR. Das ist ein Fahrzeug mit einem Standard-Zwei-Wege-Unterbau. Das heißt, man kann mit diesem Fahrzeug auf Gummireifen sozusagen auf der Straße fahren und auf Metallreifen auf der Schiene. Der Faktor Mensch hält sich nicht immer so an die Regeln. Und diese Technologie soll dazu beitragen, dass eine erhöhte Aufmerksamkeit am Bahnübergang gegeben ist. Der Fahrer sieht eventuell diesen Bahnübergang nicht, bekommt eine Assistenz angeboten, kriegt also erst eine Information, hallo, da ist ein Bahnübergang. Dieser Bahnübergang wird jetzt gleich schließen. Der Triebfahrzeugführer bekommt ebenfalls diese Assistenz angeboten, bekommt die Information, der Bahnübergang ist gesichert. Das heißt, die Autofahrer wissen Bescheid und er kann also diesen Bahnübergang sicher passieren. In der normalen Welt ist es so, es fängt ein Rotlicht an zu blinken oder eine Schrankenanlage schließt sich. Hier wurde zusätzlich ein nicht sichtbares System etabliert, was diese Information auch digital überträgt. Also nicht nur, dass der Fahrer das weiß, beider Fahrzeuge, sondern dass das Auto das auch weiß und somit in die Lage versetzt wird, über ein Display oder wie auch immer geartetes Assistenzsystem diese Information zusätzlich nochmal anzuzeigen. In erster Linie wird die Rotschließzeit des Bahnübergangs sozusagen kommuniziert, also das, was man augenscheinlich eigentlich sieht mittels Blick auf die Ampel oder das blinkende Rotlicht, das wird dem Fahrzeug digital übertragen und ist sozusagen im Fahrzeugcockpit visualisiert. Der Verkehr wird vernetzter sein und durch diesen Informationsfluss, der zur Verfügung steht, wird er auf jeden Fall effizienter werden und er wird sicherer werden. Die Welt von morgen ist digital, vernetzt und multimodal. Und das ist hier auch Kern dieser Idee, dass wir eben wirklich die Synergien nutzen, die wir im Automotive-Bereich schon unlängst erreicht haben, die Forschungsergebnisse erreicht haben, die nutzen wir halt für diese Bahnwelt. Und im größeren Kontext genommen würde das bedeuten, dass wir uns sehr viel Kosten durch erneute Standardisierungsverfahren einfach ersparen können. Ja, und ja, das macht die Welt in Zukunft einfacher.